So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt verrückte Partys. Ich möchte gerne mit euch reden über ungewöhnliche Partys, an denen ihr schon teilgenommen habt. Das können Sexpartys sein, das können Fetischpartys sein, das können Partys an ausgesprochen ungewöhnlichen Orten sein oder das können auch Partys sein, auf denen, vielleicht war das eine ganz normale Party, aber auf dieser Party ist etwas Dramatisches, Schlimmes oder Bizarres, Abgefahrenes passiert. Also wir reden über Partys. Nicht über die normale Party, sondern über die sehr ausgefallene Party, die ihr so erlebt habt. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und das, was ihr mir erzählen werdet. Die erste Anruferin ist, ich gehe mal davon aus, dass das eine Frau ist, ich weiß es nicht, Tali, hallo? Hallo? Eine Frau. Ja. Eine Frau, 32 Jahre alt. Mhm. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich bin noch ganz aufgeregt. Ja, verrückte Partys. Ja, ich wollte dir davon erzählen, ich und mein Mann, wir machen so 2 bis 3 Mal im Jahr. Mhm. So zwei, nur wir zwei, eine Drogen-Sex-Party für uns. Nur ihr beide? Nur wir beide, ja. Du und dein Mann? Das ist aber für uns eine Sexorgie. Was ist das Besondere? Also, ich habe es gerade so, ich habe eine Drogen-Sex-Party. Ja, das Besondere ist, wir leben sonst sehr rein buddhistisch mit Meditation und Fasten und was weiß ich, deswegen. Und dann lass ja einmal oder dreimal im Jahr mal die Sau raus. Ja. Ja, so kann man das sagen. Und da besorgen wir uns Drogen. Was? Welche? Das ist dann Ecstasy, also MDMA. Was wir natürlich ablehnen und was wir nicht gut finden, dass das konsumiert wird. Aber du kannst es weiter erzählen. Ja, ich kann das, oder 2CB. Das ist so eine, andere Droge, die auch sexuell stimulieren wirkt und das Herz öffnet und so. Und die wir Champagner, Haschisch. Ja, das lehnen wir auch ab. Ja, und Pornos. Und es geht auch ohne Drogen, aber du kannst weitererzählen. Es geht auch ohne Drogen, ja. So, und wir machen es auch ohne Drogen, das ist halt nur ein besonderer Raum. So, und pornografische Filme. Genau. Und ihr beiden allein, ich frag's nochmal. Ja. Die Drogen verschwindet das Gefühl zwischen Realität und... Ja. So, ihr beiden seid ein Ehepaar. Ja. Oder ein Paar. Ja. Mhm. Und wie lange schon? 4 Jahre. 4 Jahre, das heißt, da kennt man sich schon eigentlich ganz gut. Mhm. Und aber dann in diesem abgegrenzten Raum dieser Party ist dann alles anders und es passieren andere Dinge. Was für Dinge passieren? Ja, das ist schwer. Also für den Außenstehenden vielleicht nichts Besonderes. Wir nehmen die Drogen, dann fangen die an zu wirken und es ist so eine Art göttliche Orgie. Also wir fühlen uns dann wie Götter und ich bin dann eine Art Liebesdienerin und das... Und dann laufen parallel dazu Pornos, solche Filme? Ja, so immer mal wieder. Zwischendurch schlafen wir auch und es geht dann 2 Tage. Ach, das geht 2 Tage? Ja. Wirklich. 2 Tage geht das? Ja, also in der ersten Nacht ist das anders als am zweiten Tag. Wenn das Gehirn verstrahlt ist, ist der Sex dann anders. Sind das diese pornografischen Filme, die ihr euch anschaut währenddessen, sind das so normale Pornoszenen oder sind das Sind ganz normal. Ganz normal. Also keine Spezial. Das hat so für uns ein gewisses Genussniveau. Ja. Also so weniger ist mehr. Also eigentlich alles ganz normal, aber vom Erleben her ist es sehr intensiv und jetzt, wenn ich noch drüber rede, reagiert der Körper halt direkt. Ja. Wie lange liegt die letzte Party zurück? Das 4-5 Monate. Ach doch, so lange. Ja. Und dann reagiert der Körper, wenn du jetzt davon erzählst? Wenn ich mich dann erinnere, ja. Wie viel, 2 Tage, 2 Nächte, das ist ja schon eine lange Zeit. Wie viel Mal kommst du während dieser Zeit zum Orgasmus? Oh, das weiß ich gar nicht. Also sehr oft?
Ja. Und dein Freund schafft das auch? Der kommt auch gut aus den Socken während der Zeit? Ja, das kann man so sagen. Auch so, aber... Wird dabei auch was gegessen zum Beispiel? Nee. Ein Glas Champagner also schon mal? Champagner, ja, am Anfang. Und sonst ist das Essen nicht so wichtig. Wird Musik auch noch gehört? Ja, in den Pausen schon, ja. Ach so, nur in den Pausen, nicht während ihr so zugange seid, das nicht? Nee, wenn wir das so ausrichten, dass es wirklich sexuell ist, dann geht es dann nur um Sex, um das auszuleben. Aber währenddessen läuft der Fernseher? Ja. Die Leinwand. Ach so. Ja. Großleinwand? Ja. Ja. Und Wo passiert das? Im Wohnzimmer bei euch? Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Das heißt, die Hauptspielfläche ist dann klassisch das Bett? Ja. Ja, also am nächsten Tag dann nicht mehr so, aber also während der Nacht schon wird es so, ein Raum ist, der geöffnet wird. Ja. Schwer zu beschreiben, weil das so... Ja, ich erahne das so. Ich erahne es. Ins Traum verschwindet. Gibt es denn nach diesen zwei Tagen dann nicht irgendeinen bitteren Absturz, dass man völlig fertig ist und müde und irgendwie ausgelaugt? Nee, wenn die Drogen gut waren, nicht, weil das alles ausgelebt ist dann. Ja. Also eigentlich befreit. Ja. So. Also, aber das machen wir halt auch nicht mehr so oft, weil die Drogen, man weiß halt nie, was man bekommt. Also es gab schon. Ne? Also ich sage das nochmal wirklich in aller Ernsthaftigkeit. Solche Dinge kann man natürlich auch wunderbar praktizieren ohne Drogen. Ja. Und gerade die von dir angesprochenen Drogen, damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Und das können die übelsten Dinge passieren. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber wir haben ja dazu aufgerufen und du hast halt erzählt, was ihr so macht. Ja, damit muss man umgehen können. Und das passiert so 2-3 Mal im Jahr? Ja, wobei das jetzt auch, also mittlerweile ist es auch ausgelebt, ja. Ach, das ist jetzt im Moment ausgelebt? Ja, das ist immer halt so ausgelebt, was mir dabei auch gefällt. Ich möchte dabei dazu auch verführt werden. Also ich bin etwas unterwürfig veranlagt. Ja. Also nicht nur, aber... Und es gefällt mir halt, ich bin halt, versuch rein zu sein und meditiere und fahre zu Kursen, wo ich 10 Tage schweige und 10 Stunden am Tag meditiere und so und faste und so. Ja. Mein Mann auch und... Ich finde das völlig cool. Und dann halt verdorben werden. Ja. Also wenn das von mir jetzt kommen würde, dann würde das nicht die gleiche erotische Wirkung haben. So. Was, wenn das von dir kommen würde? Ja, wenn ich... Ach so, ich verstehe. Ja. Ich möchte dazu verführt werden und das geht mir erstmal schlecht und ich will das nicht und so, aber ich mache das aus Liebe. Wird auch geschlagen? Nee, es ist keine Gewalt, in dem Sinne, es ist nur so ein erotisches Spielchen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sonst in eurem normalen Leben auch Sex miteinander habt. Ja, guten Sex. Guten Sex, das ist dann immer eine ganz andere Spielform. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Ne? Ja. Wie seid ihr darauf gekommen? Das ist ja schon ungewöhnlich. Ja, mein Mann ist halt ein Extremgenießer und hat das so an mich herangetragen. Das heißt, er hat auch schon Erfahrungen früher mit solchen Inszenierungen gemacht? Nee, so nicht. Also das war jetzt das erste Mal, wo er sich getraut hat, eine Frau das so, nahe zu bringen und sie zu fragen, ob sie das denn mitmachen würde. Es ging auch nicht so leicht. Also beim ersten Mal habe ich das nur so genommen, die Drogen, und wurde damit total überrumpelt. Und das gab es auch eine Krise dann. Ne? Wäre denn nicht eine Steigerung für euch, wenn ihr eventuell da noch ein Paar mit hinzunehmen würdet? Nee. Das nicht. Ihr wollt dann schon alleine sein. Ja. Das reicht. Ja. Also aber auch außerdem, da ist dann die Steigerung und dann muss noch die nächste Steigerung. Also das ist halt... Ja, das ist wirklich die Gefahr, gerade in der Sexualität, wenn man mit den Steigerungen anfängt, wo endet das Ganze? Ja, eben, deswegen lieber weniger, also auch nicht so oft damit und auch mal enthaltsam sein und dann wieder ausreizen, also so ein Spiel. Du hast gerade gesagt, dass du so buddhistisch interessiert bist. Gibt es denn dann auch Zeiten bei dir oder bei euch, wo ihr auch sexuell völlig enthaltsam seid im Jahr? Ja, also wenn ich jetzt wegfahre oder eher. Ja. In so ein Zentrum, wo wir 10 Tage dann auch schweigen und 10 Stunden am Tag meditieren. Da ist nichts mit Sex und auch nichts mit... Nee, da ist auch Enthaltsamkeit und zwischendurch auch. Also wenn das dann wieder zu viel ist, dann gehen wir wieder in Entsagung, um das dann wieder so auszureizen. Ja. Also nicht mit immer mehr, sondern dann eher in das Weniger zu gehen. Ja. Während der Fastenzeiten und so. Aber diese Sache ist erstmal, wie du gerade gesagt hast, im Moment ein bisschen ausge...
gelaufen. Ja, das ist halt immer, das denkt man so. Ja. Ja. Und wenn da wieder jemand kommt, der dann vielleicht so Drogen hat, dann fängt der Körper an zu reagieren, die Pupillen weiten sich und wenn dieses es Mal kommt wieder. Wenn ich das dann bei ihm sehe, dann wird das erstmal immer ein Problem zu mir, für mich. Mhm. Und ich merke, oh, es ist wieder so weit. Ach, dann ist es ein Problem. Warum? Also es ist für dich dann ein Problem, wenn du merkst, er möchte das wieder so machen. Ja, das ist die Zwiespalt zwischen dem buddhistischen Streben. Ja, und der Gier. Wo Drogen gar keinen Raum haben. Überhaupt keinen Raum haben dürfen. Und was ich auch verstehe und was mein Ziel ist. Ja. Und der Gier. Ja, verstehe. Und wenn ich das beim Mann sehe, dann erregt mich das einerseits und andererseits stößt es mich ab. Mhm. Und natürlich passen Drogen überhaupt nicht in ein buddhistisches Weltbild hinein. Nee, absolut. Überhaupt nicht. Die Droge muss das Ich sein und das Leben und die eigene Energie, ne? Darauf geht es. Na gut, auf jeden Fall ist das ein Teil eurer Selbsterfahrung. Vielleicht läuft das ja irgendwann ganz aus und ihr wendet euch dann ganz anderen Dingen zu. Ich fand es auf jeden Fall interessant, von dir zu hören. Ja, das Ziel ist die Reinheit. Ja, das ist die Reinheit. Absolute Reinheit. Ja. Und irgendwann mal, wenn das fällt ab, immer mehr. Ja. Ich danke für deinen Anruf und schönen Gruß an deinen Freund. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, diese Party ist nicht zur Nachahmung empfohlen, die wir gerade gehört haben. Unser Thema heute Nacht heißt verrückte Partys. Ich möchte gerne mit euch reden über Fetischpartys, über Sexpartys, über Partys an ungewöhnlichen Orten. Ich möchte reden mit euch über Geschehnisse auf Partys, die ihr vielleicht da gesehen, erlebt oder im eigenen Leibe habt erleben müssen, vielleicht unangenehme Dinge. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Michael ist hier. Michael ist 22. Richtig, morgen. Morgen, Michael. So. Also, ich habe Folgendes gesehen. Vor 2 Jahren war ich mit einem Kollegen auf einer privaten Gangbang-Party. Ja. Und sind wir hingefahren mit einem Kollegen. Ja. Wir waren ziemlich aufgeregt, weil erstmal haben wir uns vorgestellt, es wird einfach, haben sowas im Internet gesucht. Wir erklären nochmal, was Gangbang Party ist. Was heißt, erklär du's? Kommt darauf an, für Männer oder für Frauen, also für Männer, dann ist halt 1 oder 2 Frauen und mehrere Männer. Genau. Ja, und da wird halt durcheinander rumgevögelt, sag ich mal. Ja. Und die Frauen das genießen, wenn sie von so vielen Männern begattet werden. Richtig, genau. Ja. Und wir sind halt da hingefahren, weil halt, wie gesagt, eine private Party, stand vor der Tür, wussten nicht, ob wir da reingehen sollen oder nicht. Mhm. Nur sind wir, sag ich mal, 100 Kilometer gefahren, haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir auch rein. Benzinkosten schon ausgegeben, nun muss man auch was machen. Ja. Genau. Dann sind wir da reingegangen, es war, wie gesagt, privat, kommen ins Wohnzimmer rein. Mhm. Ja, 2 Frauen, eine 38, 39, die andere über 50. So. Und ihr 19, vor 2 Jahren, sagst du, war das? Ja. Du warst 20. Ungefähr. Ich war 20, ja. Kollege auch, ja. Passt nicht so ganz gut. Ja, aber egal, wir wollten unseren Spaß, sag ich mal, ne, und haben gesagt, komm, jetzt machen wir's. Ja, kommen da rein und dann sitzen da schon auch 8 andere Kerle, sag ich mal, ne? Mhm. Mhm. Wie saßen die da? Saßen die da nackig? Nee, die saßen ganz normal angezogen auf dem Sofa. Und die Frauen waren auch angezogen? Ja, die waren ein bisschen so knapp angezogen, sag ich mal, ein bisschen sexy so, ne? Ja. Und ihr kanntet niemanden von den Leuten? Nein. Das Ehepaar, das gemacht hat, die haben eine private Anzeige im Internet angegeben, dass sie sowas machen. Ja. Ja, und darauf haben wir uns gemeldet und das war alles völlig anonym. So, und wie ging es dann weiter? Ihr kamt da rein. Wart ihr die Jüngsten? Ja, wir waren die Jüngsten. Mhm. Da waren, also Altersgruppe war verschieden bis knapp 60, ne? Waren die Leute da. Unterschiedlich. Und ja, wir kamen da rein, haben uns da hingesetzt, dann wurden uns erstmal ein Bierchen angeboten. Mhm. Da mussten wir erstmal ein bisschen Geld lassen, ne, weil die hatten ja Unkosten, Hygieneartikel und sowas. Wie viel musstet ihr da hinblättern? 75 Euro. Oh, Person. Nicht schlecht, ne? Ja, aber dafür war Getränke, Essen, alles all inclusive, so, ne? Ja. Und ja, dann haben wir uns da hingesetzt. Ja, die eine jüngere Frau fing dann an den Jungs oder an den Männern rumzuspielen, sag ich mal, ne? Mhm. Hat die Hose aufgemacht, den linken und den rechten hat sich zwischen 2 gesetzt, ja, und dann hat mit deren Glied rumgespielt, sag ich mal, ne? Eine komische Situation, man sitzt dann in so einem privaten Wohnzimmer von Leuten, redet man da miteinander?
Ja, natürlich. Wir haben alle komplett, die ganzen Leute, die da waren, die waren alle voll freundlich, voll offen vor allen Dingen. Und man kam sich vor, als ob man sich schon kennen würde. Ist das denn nicht irgendwie so, dass man da so eine Hemmschwelle überwinden muss, dass einem das peinlich ist, wenn man dann die Hose aufmacht oder die Hose aufgemacht bekommt? Ja, also der eine hat sich später rausgestellt, der war schon wohl öfter mal da. Mhm. Also für den war das nichts Neues. Ja, und der andere, der war, glaube ich, neu. Ja. Und ja, die hat das Ding da rausgeholt und hat da ein bisschen rumgespielt mit dem Mund, ne? Ja. Hat den beiden eingeblasen und dann irgendwann sagte sie zu denen, Jungs, jetzt gehen wir hoch, wer kommt mit, ne? Ach so. Ja. Die Steigerung passierte dann oben, im oberen Stockwerk. Genau. Mhm. Ja, und dann sind wir zu dritt hochgegangen. Ja, wir anderen saßen da, haben uns weiter normal unterhalten. Mhm. Dann später hat sich noch rausgestellt, der Ehemann war Pornodarsteller. Mhm. Ja. Ehemaliger, der hat dann Pornos reingemacht, zur Anheiterung, sag ich mal. Mhm. Und oben im Schlafzimmer ging es rund, ne? Aber ihr wart noch unten? Wir waren noch unten, mhm. Richtig, ja. Und wann seid ihr einbezogen worden in das Ganze? Ja, dann sind die drei runtergekommen, dann saß man noch ein bisschen, haben was getrunken, ein bisschen unterhalten, dann kamen die nächsten ran. Ach so. Und dann waren wir das halt, ne? Achso, die kamen immer so nacheinander dran. Genau, ja. Nicht alle auf einmal. Nee, weil die Frau, glaube ich, das nicht alles abkonnte oder so. Also es ging immer eine Frau mit hoch mit drei Jungs, oder wie? Ja, so wie viel halt wollten erstmal. Ja. Ne? Nur der Mann hat das dann ein bisschen gebremst, der saß ja unten, der Ehemann. Ja. Hat gesagt so, Jungs, bleibt mal locker, so drei reichen erstmal, ne? Ja, und bei der zweiten Aktion wart ihr denn schon dabei? Genau, dann waren wir dabei, ja. Wir sind dann oben angekommen, ausziehen natürlich, ne? Ja. War das die etwas jüngere Frau oder die etwas ältere Frau? Ja, die jüngere. Die jüngere, ja. Ja, wir beide dann halt einen Ständer, wie weiß das ich, gehabt, sag ich mal, ne? Ja. Und ein bisschen mit der Jüngeren rumgemacht. Mhm. Und dann kam die Ältere, ja. Die hat sich dann an einen Kollegen rangeschmissen, hat ihm an die Eier gepackt und sein Ding ist erstmal runtergefallen wie ein Sack Kartoffeln. Ja. Er hatte keinen Hund gekriegt, er meinte, das war so ekelhaft, ne, als sie mich berührt hat. Ja. Ja. Und dann ging das die ganze Zeit so rum, ne? War's denn dann schön? Ja, es war interessant, sag ich mal, ne? War schon okay. Vor allen Dingen, wir haben uns so kaputt gelacht, weil das war für uns neu, ne? Also ihr musstet währenddessen schon immer wieder ein bisschen rumgackern. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Die anderen eigentlich auch teilweise, weil dann später kam noch einer nach, der hat uns sozusagen Unterstützung geboten. Ja. Er hat uns geholfen. Ja, und haben wir die zu dritt bearbeitet, sag ich mal. Kam dann dein Freund dann auch noch auf seine Kosten? Ja, nach dem ersten Schock, den er da erlebt hat. Genau, Wie lange hat die Party gedauert? Boah, ich weiß nicht. Wir waren um 9 Uhr da oder so. Ja. Und um 6 Uhr morgens sind wir zurückgefahren. Echt, so lange? Ehrlich, ja. Wir haben dann noch, als wir fertig waren, sind wir runtergegangen, dann ein bisschen weiter getrunken, ein bisschen unterhalten. Ja. Die Frau wieder mit der nächsten Rutsche hochgegangen. Ne? Ja. Irgendwann kam die wieder runter, war so fertig, hat sie erzählt. Der Mann wollte die alleine lassen, dann meinte so, ja, wer kommt mit jetzt noch feiern? Dann sind wir noch feiern gegangen mit dem Mann, ne? Aber das war dann nur feiern? Ja, so ein bisschen, ja. Disco noch, ja. Ach so. Ja. Ach so, ihr seid ja noch rausgegangen irgendwo. Ja. Richtig. Ja, und die haben uns auch angeboten, weil die ja es öfter machen, meinten, ihr passt hier gut rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr öfter vorbeikommen. Wollt ihr? Wir wollten das schon, aber es war zu teuer, sag ich mal, ne? Auch die Fahrt dahin. Klar, 100 Kilometer und dann 75 Euro noch hinlegen, das ist eine Stange Geld. Genau, ja. Und dann, wir waren ja noch Schüler zu diesem Zeitpunkt, ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ne, lassen wir mal sein. Ja, aber wie würdest du für dich so sagen? War das eine gute, interessante Erfahrung oder hätte man sich das auch schenken können? Nee, das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Ja, wir wollten das auch danach privat machen, selber bei uns. Ja. Haben halt Frauen gesucht, keiner hat sich gemeldet, beziehungsweise habe ich auch so eine Anzeige reingestellt ins Internet. Ja. Und uns hat eine Frau angerufen, dass diese was macht und wir nicht vorbeikommen wollen. Ja. Eine Woche später sind wir zur nächsten Party gefahren, mit drei Leuten dann aber. Ach so. Ja. Also bist du ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ja, aber danach, das zweite Mal, das war nicht so berauschend. Da haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Wenn dann nur für uns privat, dass wir das organisieren, haben wir noch ein bisschen weiter gesucht, aber hat sich keine gemeldet. Sag mal, haben wir das abgebrochen. Ja, war denn da Schutz auf jeden Fall angesagt? Wurde alles mit Gummis gemacht? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das war auch die Grundvoraussetzung, dass jeder halt rein ist, also gepflegtes Äußeres, überall rasiert, sag ich mal, ne? Ja. Und ohne Gummi kein Sex sein. Läuft gar nichts, genau. Genau. Ja, so muss es sein. Da muss man rigoros sein und sofort gehen. Und wenn man noch so scharf ist, dann ist Schluss. Genau, ne? Schluss mit Plastik. Ja, Michael, was man alles erlebt.
Ja, gut. 75 Euro. Richtig. Ich danke für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Michael. Unser Thema heute Nacht heißt verrückte Partys. Ja, ich möchte gerne mit Partys über Partys mit euch reden, die ihr erlebt habt, die sehr ungewöhnlich waren, die für euren Geschmack auch ausgefallen waren. Vielleicht auch über Dinge, die auf Partys passiert sind, mit denen ihr nicht so gerechnet hättet, die vielleicht auch dann nicht mehr so witzig waren. Wie auch immer, 0800 220 50 50. Hier ist Simone und Simone ist 30 Jahre alt. Hallo Simone. Hi, grüß dich. Hallo Simone. Ja, du hast auch angerufen zum Thema verrückte Partys. Ja, doch. Ja, ich dachte, das wäre mal eine gute Möglichkeit, dich anzurufen. Mhm. Zwar habe ich vor ungefähr 4 Jahren bin ich das erste Mal in Nevada in der Wüste zum Burning Man Festival gekommen. Und das ist eine Stadt, die errichtet ist bei Künstlern für eine Woche im Jahr. Und also in den USA, in der heißen Wüste? Ja, in der Wüste. Ja. Tagsüber ist es sehr heiß und nachts ist es sehr, sehr kalt. Hm. Und das ist in einem ausgetrockneten alten Seebett. Und es ist wunderschön. So viel Kunst und verschiedene kreative Gebäude. Simone, ich bekomme gerade den Hinweis von meiner Regie, du rufst aus Los Angeles an. Ja, das ist richtig. Das ist ja verrückt. Ja. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden in den Staaten? Ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich glaube, ich habe deine Sendung vor 10 Jahren gehört. Ich weiß es nicht genau. Und du hörst uns jetzt im Internet. Ja, ich habe vor ein paar Tagen habe ich mal wieder reingehört. Ja. 8 Jahren und jetzt kam das Thema ab. Ne? Da dachte ich. Na, das ist ja super. Und wie viel Uhr habt ihr im Moment in Los Angeles? Wie viel Uhr? Ja. 4 Uhr nachmittags. 4 Uhr nachmittags. Und wie ist die Temperatur? Ist ein bisschen bewölkt, aber nicht zu kalt. Ist angenehm. Wie angenehm ungefähr? Wie viel? 20 Grad? 15 Grad? Vielleicht 15 Grad. Ah ja. So, jetzt erklär mir das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, was das da mit dieser Stadt in der Wüste, die von Künstlern gemacht wird, auf sich hat. Ja, und zwar, da gibt es einige ganz besondere Regeln. Und zwar, kein Geld wird getauscht. Mhm. Man bringt halt Sachen mit, die man mit Leuten, mit wildfremden Leuten tauschen kann. Ja. Und Künstler bringen halt, wir haben ein großes Camp rausgebracht mit einem Soundsystem und einem Trapez. Ja, also ich muss mal grundsätzlich fragen, wird das aufgebaut mitten in der Wüste oder findet das in einem Ort, der schon da ist? Nee, das ist in einem ausgetrockneten Seebett. Ja. Und jeder bringt alles mit, was er zum Überleben braucht. Wasser, Essen, ein Zelt oder ein Wohnwagen. Ja. Und bringt dann halt auch noch zusätzlich ein Kunstprojekt mit. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Jetzt verstehe ich. Es gibt halt auch die Regeln, dass halt niemand nur dahin gehen soll zum Zugucken, sondern dass man sich halt selber wirklich in das Festival mit einbringt. Also es kann sein, dass da ein Theaterstück aufgeführt wird, dass jemand Musik macht, dass jemand was malt vielleicht oder etwa eine Performance macht oder irgend so Sachen. Ja, ganz genau. Und das ist eine ganz unglaubliche Welt. Also man kann überhaupt nicht alles sehen. So viel passiert da zu jedem Moment, jeder Tageszeit. Wie viele Leute sind dann bei so einem Festival dabei, bei so einer Party? 35.000. 35.000, so viel? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und wenn ihr mal irgendwie Zeit habt, checkt euch die Website aus. Da gibt es wahnsinnig tolle Bilder. Und das findet auch ein Aerial View. Ja, und das findet jedes Jahr findet das statt? Ja, seit circa 20 Jahren. Also es fing halt ein bisschen kleiner an in San Francisco und ist dann halt größer geworden und dann haben sie das halt in die Wüste verlegt. Ja. Wie lange dauert das dann? Also 7 Tage ist das offizielle Event, aber da gibt es halt noch so viele andere Facetten, die das auch noch mit einbeziehen. Und zwar viele Leute arbeiten an einem Kunstprojekt für 8 Monate und die bringen halt Leute zusammen. Also irgendjemand hat eine Idee und muss dann halt seine Freunde da irgendwie mit integrieren und versuchen das
da rauszubringen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunstprojekt, was immer das auch sein mag, 8 Monate dauert und man hat sich dort getroffen und gesagt, wir werden das zusammen realisieren. Realisiert man das dann in der jeweiligen Heimatstadt oder irgendwo in San Francisco, Los Angeles, oder bleiben die Leute dann so lange in der Wüste? Nee, die bleiben nicht. Man baut halt vorher schon, wo auch immer man wohnt, und bringt das dann halt raus. Wir haben zum Beispiel 3 große Lastwagen gemietet und sind dann da rausgefahren, müssen halt auch einen Generator mitbringen, unser Öl und so weiter. Findet das im Sommer statt? Ende August, Anfang September. Also ich war in meinem Leben bisher 2-mal in der Wüste von Nevada. Und das war jeweils auch so im August und fand das unfassbar heiß. Kann man denn tagsüber dann großartig sich für Kunst und Projekte interessieren, wenn die Wüstensonne auf einen niederbrennt? Ja, und zwar, ich meine, viele machen sich dann da halt auch irgendwie einen Spaß mit raus. Sie bringen dann Wassersprayer oder so mit Lavenderöl oder so und besprühen sich und versuchen es halt angenehm zu machen. Oder da gibt es auch viele, die bringen so einen Dom mit in die Wüste und die machen es dann halt drin angenehm halt mit. Ja. Also 35.000 Leute, das ist ja wirklich Wahnsinn. Bist du auch eine Künstlerin? Ja, ich würde sagen, ich bin eine Künstlerin, ja. Und was machst du? Was ist so deine Hauptprofession als Künstlerin? Ich mache Kostüme inzwischen und zwar habe ich halt Kostüme gemacht für meinen Freund, den ich übrigens auch auf dem Festival kennengelernt habe. Ah ja. Ich habe halt so Fantasiekostüme für uns genäht und dann habe ich halt ganz viele Komplimente bekommen und habe dann halt angefangen, für Leute im Freundeskreis die zu machen und inzwischen ist das halt ein bisschen größer gewachsen. So. Ja, das klingt ja wirklich ausgesprochen interessant. Dieses Jahr findet es natürlich dann auch wieder statt. Weißt du schon genau das Datum, wann es stattfindet? Ja, ich kann das mal gerade anschauen. Und jedes Jahr hat auch ein Thema. Ja. Als ich das erste Mal da war, dann war es die Floating World und dann findet man da überall Fischautos, die einem über den Weg passieren und was sonst noch. Und das Thema dieses Jahr, weißt du das schon? Und zwar ist das The Green Man und viele Leute bringen halt auch solarbetriebene Autos da raus. So. Das ist ja lustig. Und wieder Anfang August hast du, Ende August ungefähr. Ja. Ich glaube, es fängt dann am 27. August, wenn ich Also, ja. Wer vielleicht sich entschließt, da mal hinzufahren, hinzufliegen, es gibt ja mittlerweile sehr günstige Flüge man fliegt dann wahrscheinlich nach Las Vegas, ne? Oder nach Los Angeles? Ich glaube Reno ist das nächste. Liebe Simone, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Schöne Grüße in die Vereinigten Staaten und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Schöne Grüße nach Köln. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns auch gerne erreichen wollt, zu unserem heutigen Thema verrückte Partys. Und zu diesem Thema angerufen hat auch der Holger. Und Holger ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Holger. Hallo Jürgen, grüß dich. Verrückte Partys. Ja, wir haben uns kennengelernt über Gay Romeo. War eine gerade Veranstaltung über 2 Tage. Moment, wer hat sich wie kennengelernt? Wo? Ja. Sorry. Ein geiles junges Pärchen. Ja? Der eine rund 35, der andere 45. Haben eine Sexparty veranstaltet. Also dieses Pärchen und du, oder was? Zu mehreren noch. Ja, ich gehe davon, das war ein schwules Pärchen jetzt. Das war ein schwules Pärchen. Ja. Und in der einen Nacht ging es ums Fisten. Und in der anderen Nacht ging es um reinen, guten, schwulen Sex. Um reinen, guten, schwulen Sex? Genau. Ja. Also nochmal, wie viele Leute waren jetzt dabei? 3? Das erste Mal waren 6 Leute dabei. Ach, 6 Leute? Das 6 Leute. Ja. Und das andere sogar 10-mal. Ja. Und ihr habt euch kennengelernt übers Internet? Allesamt hier. Ja. Und kanntet euch vorher noch gar nicht? Wir kannten uns nicht. Überhaupt nicht? Nein.
Und du bist da alleine hingegangen oder auch mit einem Partner oder mit einem Bekannten? Ich bin angesprochen worden von jemandem hier aus der Ecke von Alfenau, wo ich wohne. Mhm. Und er hat mich da mit hochgenommen. Ah ja. So. Und die erste Party, da ging es gleich ums Fisten. Genau. Und Fisten ist ja nur eine extreme sexuelle Praktik. Allerdings. Eine extreme Praktik. Das heißt, die Hand beziehungsweise sogar der Arm wird in den After des Partners eingeführt. Genau. Eine sehr, sehr alte Praktik. Eine, so ein langes Menschen gibt, glaube ich, gibt es das. Hab mir mal haben die alten Griechen schon. Ja, das hat mir mal ein Arzt erzählt. Dennoch eine drastische und auch nicht ungefährliche Art der Sexualität. Richtig. Wusstest du das, dass es darauf hinauslaufen würde? Ja. Das wusstest du? Das wusste ich, ja. Hattest du? Ich bin also auch passiv und... Hattest du Erfahrungen mit dieser sexuellen Praktik? Hatte ich, ja. Ach, das hattest du schon? Ja. So, dann geht man dahin, das sind da sechs wildfremde Menschen und man weiß, irgendwie liegt in der Luft, das wird jetzt in den nächsten Stunden passieren. Genau. Erzähl mal so ein bisschen, wie das dann sich so entwickelt hat und wie das die Stimmung war. Das entwickelt sich relativ normal. Bin zu den Leuten gekommen. Das war in einem privaten... Das war in einer privaten Wohnung, relativ groß. Ja, ja. Und ja, ins Hobbyzimmer dann rein, alle sechs. Mhm. Ein sogenannter Hobbyzimmer. Waren also zwei Slings. Bitte? Zwei Slings. Zwei Slings? Ja. Was heißt das? Das sind diese Hängematten aus Leder. Ach so. Mhm. Und da legt man sich eben rein und dann wird angefangen, schön langsam erst, ein Finger, zwei Finger, bis dann... Also man geht schon ausgezogen rein. Man geht ausgezogen da rein. Ja. Ich habe es gerade ja schon gefragt, den Michael, wie ist denn das so... von der Stimmung her, redet man da? Ist man ganz ganz normal oder ist es ein bisschen peinlich? Entspannt. Entspannt. Ja, weil man eben weiß, wo es eben drauf rausläuft eben auch. Ja. Und dann sucht sich jeder so seinen Partner. Genau. Und haben dann alle diese Praktik vollzogen oder erstmal nur ein Pärchen und die anderen haben zugeguckt? Das ging eben so, dass ein Pärchen angefangen hat. Ja. Und dann haben sich drei Pärchen gebildet. Und somit waren dann irgendwann alle zugange. Genau. Und du warst einer der Passiven von ich bin von passiv. Ja. Das heißt, dir hat jemand dieses so, wie ich es gerade geschildert habe, eingeführt. Genau. Was? Also wenn ich darüber höre oder lese über diese sexuelle Praktik, bin ich immer ganz ganz ratlos. Kannst du uns erzählen, was du daran so wahrscheinlich großartig findest, dass du das mit dir machen lässt? Ja, die Reizung an sich. Hat das noch mit klassischer Sexualität überhaupt Nein. etwas zu tun? Nein. Sondern was ist es? Das läuft irgendwann mal raus, Jürgen, auf einen analen Orgasmus, beziehungsweise dann eben auf mehrere anale Orgasmen, die man über die Prostata hat und ja. Wie weit lässt du eine Hand oder einen Arm einführen? Faust und ja, bisschen weiter. Mhm. Also nicht ganz bis zum Ellbogen. Mhm. Das ist unfassbar. Also mir wird ganz schauderhaft, wenn ich mir das vorstelle. Das ist ja nun auch sehr gefährlich. Wenn man da nicht aufpasst, kann man sterben da rein. Und zwar dann, wenn dein Becken nicht richtig steht, beziehungsweise wenn dein Becken zu eng ist. Ja, und auch wenn, ich gehe mir davon aus, dass der aktive Part das mit einem Handschuh gemacht hat. Ja, logisch. Logisch, ne? Wenn man das nicht mit einem Handschuh macht, besteht eine Verletzungsgefahr, man hat ja immer so, manchmal so kleine Niet. Das ist auch nicht safer. Das ist auch nicht safer, genau. Genau. Hm. Wie lange dauert so eine Prozedur, sag ich mal, sich erstmal drauf einlassen, es einführen und... Das kann also bis zu mehreren Stunden dauern. Zu mehreren Stunden? Das, ja. Wie also, es geht, kann relativ schnell gehen, dass die Faust drin ist, aber wie gesagt, es kann schon mehrere Stunden dauern. Während das passiert, spricht man da mit seinem Partner? Sollte man doch, ja. Sollte man. Ja. Und das heißt also, jetzt kommen wir auf die Party zurück, da waren drei Pärchen, die so miteinander verbunden waren. Genau. Da wird dann auch so ein bisschen erzählt und es ist eine lockere Atmosphäre, oder wie ist das? Also es ist sehr locker hier. Mhm. Ja,
Wie lange dauert das Ganze insgesamt? Bei uns dauert das von 8 Uhr bis morgens um 4. Von 8 Uhr bis morgens um 4? Ja. Mhm. Allerdings mit Entspannungen mal wieder raus und aus dem Hobbyzimmer dann eben auch mal raus und mal eine Zigarette geraucht und dann wieder rein, dann weiter. Du bist 37. Ja. Kann man sagen, dass das eine sexuelle Praktik ist, die man vielleicht erst entdeckt, wenn man ein bisschen älter ist und auch schon Erfahrung gesammelt hat? Sollte man wirklich. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal so etwas gemacht hast? 29. Ja. Mhm. Und wie bist du drauf gekommen, so durch die schwule Szene, weil man da halt davon immer wieder hört, oder? Ich habe einmal davon gehört, war dann in Jails in Mannheim, sorry, Schleichwerbung, war dann in Mannheim in einem Club. Ja. Und habe das dann eben auch mal gesehen und wollte das eben dann auch. Mhm. Ich denke mir, dass man schon auch ein Vertrauensverhältnis zu dem Partner haben muss, mit dem man das macht. Auf jeden Fall. Obwohl das alles fremde Leute waren da auf dieser Party. Man kannte sich vorher durch das Chatten. Ach so, man kannte sich, hatte sich da schon so ein bisschen abgetastet und konnte den anderen einschätzen und so weiter. Allerdings gesehen hat man die Leute nicht. Das war eben auch das Neue für mich. Ja, aber da hast du sie dann auf der Party, waren sie nicht irgendwie verkleidet oder maskiert oder so, da waren sie zu sehen. Da waren sie schon zu sehen. Das Gesicht konnte man sehen. Ja. Was könnte passieren, wenn der Partner jetzt in dem Falle bei dir, du bist der Passive gewesen, wenn der Partner irgendwas falsch macht? Was könnte er falsch machen? Was könnte passieren? Also es könnte einiges passieren, bis hin wirklich zum Lebensende durch innere Blutungen. Also es könnte zu einem Darmriss kommen zum Beispiel. Richtig. Der Darm ist von innen nicht empfindlich, nicht schmerzempfindlich. Das heißt, es könnte zu dramatischen Verwicklungen kommen bis hin zum Tod, wie du gerade auch schon sagst. Genau, Jürgen, da muss ich gerade nochmal einhaken. Hm? Und zwar gibt es mittlerweile auch in der Szene Leute, die Ketamin nehmen. Bitte nicht nehmen. Das wollen wir gar nicht weiter bewerben. Die das jetzt kapiert haben, die haben es verstanden und haben den Aufruf auch verstanden. Ich hoffe es wirklich. Ja. Warum machst du das, wenn das mit so einem Risiko verbunden ist? Ganz einfach, weil es geil ist und weil wenn ich den Leuten vertraue, dann mache ich das eben auch gerne. Mhm. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, gerade mit dem mit der Simone, glaube ich, dass wenn man immer einen Schritt weiter geht und man immer krassere Sexpraktiken sich aneignet, hast du jetzt in deinem Fall nicht Angst, dass es irgendwann noch verrückter wird? Ich weiß gar nicht, wo noch eine Steigerung möglich wäre, aber... Es gibt noch einige Steigerungen, aber nee. Das ist jetzt für dich dein Ziel quasi? Das war mein Ziel, genau. Ja. Nach dieser ganzen Aktion gibt es dann auch noch den klassischen, ganz normalen, profanen Geschlechtsverkehr? Logisch, klar. Das gibt es dann auch noch? Ja. Mhm. Bist du, während das jemand mit dir macht, bist du dann erregt? Ja. Das heißt, du hast eine Erektion? Ja. Ja. Hat dein Partner auch eine Erektion? Es kommt drauf an, teilweise ja, teilweise nein. Was passiert denn, wenn man so lange ineinander versteckt ist, sage ich jetzt mal, wenn der Aktive mal Pipi machen muss, was dann? Ja, dann muss er wohl der kann raus nicht so schnell und muss auf die Toilette. Ach, das geht dann doch so schnell wieder mal immer schnell rausziehen? Ja, und das geht. Ja, das geht. Tja, eine ganz bizarre Welt ist das. Aber wie gesagt, eine alte menschliche Praktik ist das. Genau. Und wird hauptsächlich von Schwulen praktiziert, aber auch von Heterosexuellen auch. Es ist eine Minderzahl, aber es gibt es im heterosexuellen Bereich auch. Auch, es gibt es also auch bei Frauen. Ja. Ja, das sind so Partys, auf denen du dich rumtreibst, Holger. Ja, so ab und zu mal. Hat dir das so Laune gemacht, dass du danach öfters wieder gegangen bist oder gehen wirst? Die nächste Party ist am... im März, zwei Tage nach meinem Geburtstag. Und da freust du dich schon drauf? Und meinen Geburtstag werde ich so verbringen. Was, den Geburtstag wirst du so verbringen und dann freust du dich auf die Party, oder was? Meinen Geburtstag werde ich so verbringen. Ja. Yeah. Ja. Ja, also du hast Spaß dran gefunden und ist das für dich schöner, mit mehreren das zu machen, als denn alleine mit einem Partner? Nicht unbedingt, nee. Also beides hat seinen Reiz? Beides hat seinen Reiz, genau. So, dann wünsche ich dir
Spaß dabei und vor allen Dingen wünsche ich dir allerdings, dass nichts passiert und dass du gesund bleibst. Und wie gesagt, das ist auch eine sexuelle Praktik, die es zwar gibt, aber die man wirklich nicht so einfach mal so machen sollte, sondern das ist schon mit höchster Vorsicht zu genießen und da sollte man sich schon eingehend informieren. Ganz genau. Ja. Würde ich auf jeden Fall raten. Ja. Ja. Lieber Holger, danke schön und alles Gute. Jürgen, darf ich dich noch um ein Autogramm bitten? Ja, natürlich. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Ciao dir. Jo. Und hier ist Bärbel. Bärbel ist 57. Guten Morgen, Bärbel. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Bärbel. Was erzählst du mir? Ist einfach toll und ich möchte heute Abend mal nichts über Sex erzählen. Ja. Ich möchte einfach mal über eine ganz lustige, witzige Party erzählen. Ich bin ganz Ohr. Die wirklich der Brüller war. Erzähl. So, vor 2 Jahren hatte meine Freundin, die auch im Haus unter uns wohnt, Geburtstag. So. Sie hat Familie eingeladen, uns auch. Und es ging ja an für sich schon am Nachmittag los. Wie alt wurde sie? Sie wurde auch 56. Ja. Wurde sie, so. Und ihre Verwandtschaft, die sind alle schon ein bisschen älter, so Rentenalter und so. Und das war aber trotzdem, also wirklich ganz, ganz nett und toll. Wir hatten ja schon am Nachmittag angefangen, Essen hingestellt, Tisch gedeckt. Wir haben dann so einen schönen Innenhof. Es war im Sommer und es war schön warm. Naja. Und da haben wir ja schon mal im Vorfeld einen kleinen Soundcheck gemacht, ein bisschen Thin Lizzy aufgelegt, nicht? Und dann anschließend Capri-Fischer lauthals gegrölt. Muss sein. Weil wir 2, 3 Glas Wein gehabt hatten. Ja. Und auf einmal stand eine Nachbarin im Hof. Stocksteif, mit einem fürchterlich ernsten Gesicht, sie wohnen nicht alleine hier. Oh. So. Oh. Haben wir uns aber weiter nichts gedacht. Und ein Bekannter war da, der sagte, pass auf. Wir haben hier auch schon gefeiert, die schickt euch die Polizei auf den Hals. Ja. Gut, kann sie haben. Die ging los, die Verwandten kamen, ja. Die haben alle ganz toll gegessen und es wurde auch Musik aufgelegt, die aber eher so, naja, so, ich möchte auch die Interpretin nicht nennen, doch. Aber es war recht langweilig. Doch, ja. So. Ja, okay. Ist egal, ist ja auch Geschmack. Ja. Und da habe ich aber schon am Nachmittag eine CD gekauft, so, da waren so ein bisschen ältere Stücke drauf, nicht? So wie Cindy und Bert. Und das ist ja halt eben, um eine Party anzuheizen. Das kennt jeder. Jeder kann mitgrölen, auch die ältere Generation. Ja. Tja, da habe ich denn die CD aufgelegt. Ja. Schön laut. Ja. Und alle kannten die Lieder. Ja. Die Rentner, die tobten. Die sangen mit, es war lustig, es ging die ganze Zeit gut. Und als wir dann alle so leicht angeschickert waren und bester Laune waren, auf einmal stand die Polizei auf dem Hof. Hat sie die Dame angerufen? Die hat angerufen. Aber wir waren ja schlau. Wir haben schon im Vorfeld 2 Hocker hingestellt. Ja. Schildchen drauf, reserviert für die Polizei. Ja. Das ist ja lustig. Wohl erwartet. Das ist ja lustig. Gesagt, möchten Sie einen Kaffee? Aber die hatten keine Zeit. Leider. Und die standen da. Also man muss die Situation sehen. Die beiden Leute, total nett. Mhm. Das Gesicht zuckte der beiden. Also das kann man einfach nicht so wiedergeben, aber die zucken, die haben natürlich höchstwahrscheinlich Leute zwischen 20 und 30 da erwartet, die da wild gesungen haben. Und dann sahen sie da Rentner, die fast auf dem Tisch standen. Und das war also so witzig, auf jeden Fall, naja, sie machen die Musik doch etwas leiser. Mhm. Haben wir gemacht, Party war gut, wir haben weiter gefeiert und das war es an und für sich. Und ich fand, das war so witzig und ich lache heute noch darüber. Und es gab keinen Ärger. Die Polizei hat gesagt, machen wir ein bisschen leiser. Und ihr habt dann ein bisschen leiser gedreht? Ja. Und da war die Dame dann auch zufrieden, oder? Sie hat nichts mehr von sich hören lassen. Ja. So. Aber diese Gesichter der Polizisten, die total nett waren, also ich könnte mich heute noch darüber bekugeln. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit gewesen, die Dame einfach mit einzubeziehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das hätte sie nicht gemacht. Also ich glaube, die war schon im Vorfeld so sauer irgendwie, dass Menschen da feiern oder ein bisschen laut sind. Also ich weiß es nicht. Naja, nun kann das natürlich sein. Wir hatten 2 Monate vorher meinen Geburtstag gefeiert. Ach so. Und seid ihr aber eine lustige Runde. Fischer gesungen. Capri Fischer, das ist ja auch der Brüller jeder Party. Das ist der absolute Brüller, das kennen alle. Ja, und da haben wir natürlich auch lauthals mitgesungen. Vielleicht hat mir das Lied nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Also ihr seid ein lustiger Haufen, höre ich daraus. Ja, doch. Höre ich. Das ist auch gut so. Und wenn ihr da so schön feiert, dann muss es ja vielleicht nicht so ganz laut sein. Ein bisschen leiser. Natürlich. Aber
das war einfach so, ich glaube, wir haben es auch so im Unterbewusstsein gewollt. Denn ich habe es noch nie erlebt, dass die Polizei auf einer Party von uns war. Aber das war einfach das, jetzt wollten wir es wissen. Schöne kleine Geschichte. Ja. Danke dir herzlich, dass du angerufen hast, Bärbel. Ja. Und feiert weiterhin schön und habt's nett. Ja, danke schön. Und deine Sendung ist wirklich top. Ich gucke das so oft nach. Danke schön. Sehr nett, sehr nett, sehr lieb von dir. Alles Gute. Liebe Bärbel, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt verrückte Partys. Erzählt mir von verrückten Partys, von Partys, die ihr erlebt habt, die ausgefallen sind, die ungewöhnlich sind, vielleicht auch von Partys, auf denen etwas sehr, sehr Ungewöhnliches passiert ist, im positiven wie im negativen Sinne. 0800 220 5050. Wer ist hier? Hier ist Heiko. Heiko ist 31. Guten Morgen. Heiko? Nee, ich bin der Marcel. Ach, Marcel, entschuldige. Ich habe mich vertan. Hallo Marcel, 31. Guten Morgen, um es nochmal zu wiederholen. Richtig. Schön, dass du da bist. Marcel, schieß los. Die verrückte Party. Geht darum. Bitte? Die verrückte Party. Ja, es geht darum. Ich gehe ab und zu auf Gangbang-Partys. Auf was für Partys? Gangbang. Auch Gangbang, ja. Ja, wenn da Drogen kommuniziert und so. Wie es halt so ist, ohne Drogen läuft ja nichts mehr. Nur halt das Problem ist jetzt, ich habe eine selbige Partnerin seit 4 Jahren und ich weiß nicht, wie sie sagen soll, dass ich halt daran teilnehme. Ne? Aha, also du bist in einer festen Beziehung. Richtig. Seit wie vielen Jahren? Ja, und seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ich bin auch mit dabei. Wie? Also seit einem Jahr. Ich habe dann Partys mit solchen Kumpel und so und hat gesagt, guck mal. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre, 4 Jahre. Und seit einem Jahr gehst du auf Gangbang-Partys. Richtig. Und das weiß deine Freundin natürlich nicht. Richtig. Sonst würde dir aus allen Wolken fallen. Gangbang-Party haben wir gerade schon gehört. Da sind dann eine oder vielleicht 2 Frauen und viele Männer. Und da geht es dann richtig zur Sache. Die Frauen mögen das mit so sehr vielen Männern und die Männer mögen es halt dann auch. Und du gehst dann, das sind auch so fremde Partys, die Leute kennst du nicht. Die, oder wie geht das? Ja gut, meinen Kumpel kenne ich. Sag ich mal so. Ansonsten Rest kenne ich halt nicht. Ne? Also ihr kriegt das auch irgendwie so übers Netz raus, wer wo so eine Party veranstaltet. Ja, mein und Kumpel veranstaltet, also mein Kumpel, der kennt sich am besten aus mit und darüber machen wir das halt. Ja. Wie oft wart ihr denn jetzt in dem letzten Jahr auf so Partys? Ja, jeden Monat einmal. Jeden Monat einmal. Und was erzählst du deiner Freundin, wo du hingehst? Ja gut, ich bin meist auf Geschäftsreise, ne? Das ist die offizielle Darstellung deiner Geschäftsreise. Richtig, ja. Mhm. Und da hast du dann, wir haben es ja gerade schon gehört, das ist dann so, über mehrere Stunden geht es dann heftig zur Sache. Ja, genau. Und auch du? Ja, auch nach Drogeneinfluss und so. Ja. Und Alkohol auch? Nö, eigentlich nur Drogen. Alkohol, ja gut, Sekt oder Champagner oder sowas. Was sind das für Drogen? Ja, Koks und Cola. Bist du wahnsinnig? Es ist ja nun, das ist ja nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn du mit Kokaine anfängst. Ja, das ist ja richtig, aber... Das weiß deine Freundin auch nicht, dass du Kokain nimmst? Nee. Nimmst du Kokain sonst auch noch, außerhalb dieser Partys? Selten eigentlich. Na, selten heißt... Hin und wieder schon. Selten. Ja, selten heißt hin und wieder schon. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Also da würde ich erstmal absolut die Finger von lassen. Das ist wirklich eine schlimme und schwere Droge, die einen absolut runterhauen kann. So, und das andere ist natürlich jetzt deine Freundin. Richtig. Was würde deine Freundin sagen? Wie? Darum mache ich mir den meisten Gedanken, weil ich sie nicht verlieren möchte. Warum machst du es denn dann? Bitte? Warum machst du es denn dann? Ja, es gibt einen besonderen Kick, den ich noch nicht so erlebt hatte. Hm. Ja, natürlich gibt es einen Kick. Es ist eine Gier, ne, die man da befriedigt. Richtig. Es ist eine zügellose Gier, die da ausbricht in einem Menschen. Ich meine, weißt du, wenn Leute Single sind und solche Partys veranstalten, kann man geteilter Meinung sein, aber ich sag, okay, sollen sie es machen, wenn sie Spaß dran haben. Aber in der Beziehung finde ich es absolut nicht okay. Weil deine Freunde würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die das erfahren würde. Ich denke es mir auch. Deswegen habe ich sie angerufen.
Wie wäre das umgekehrt, wenn deine Freundin Gangbang-Partys veranstalten würde, ohne dass du es weißt? Ach, wenn ich es nicht wüsste, sag ich mal, dann kann ich ja nichts drüber beurteilen, ne? Dann nehmen wir mal an, es käme raus und du würdest das erfahren, dass sie einmal im Monat so eine Party veranstaltet und das, ja, so, du kennst es ja, was da passiert. Dann wäre Schluss. Wäre Schluss. Hättest du keinen, da würde, gäbe es kein Pardon? Nee, kein Pardon. Tja. Man sollte sich immer so verhalten, wie man gerne behandelt werden möchte, ne? Ich glaube, das ist die Weisheit schlechthin. So sollte man sich verhalten. Ja, das Problem ist ja, ich liebe sie unheimlich. Ja, kann man. Kritisch war ich jetzt mal und, es wird nur noch so, ich möchte gerne noch heiraten. Tja, hast ja einen tollen Anfang jetzt schon mal hingelegt. Das ist richtig. So, was spricht dagegen zu sagen, ab heute, ich mache jetzt einen Punkt, ich habe das erlebt, es war vielleicht auch fünf, es war okay oder es war gut, ich hab meine Erfahrung gemacht und jetzt ist Schluss. Jetzt konzentriere ich mich auf meine Freundin und die Liebe zu meiner Freundin. Und dieses ist ein Kapitel für immer in der Vergangenheit. Also wollte ich dir da gar nicht sagen in dem Sinne. Darüber reden wir gleich. Wäre das denn möglich für dich zu sagen, jetzt ist Schluss? Das ist schwer zu sagen, also es macht mir auch Spaß. Ja, Marcel, wenn du nicht mal so entscheiden kannst, wo sollst du denn da hinführen? Ich sag mal so, es ist ja ein normaler Sex, ne? Mhm. Und das gibt mir halt besonderen Kick, dann dazu noch ein, ja, die Drogen dann kommen auch noch dazu und das passt schon alles ganz gut. Ja, aber wir reden ja jetzt im Kreis. Wir wissen ja, dass alles, das, was da heimlich läuft, im Prinzip Mist ist, was du da machst. Und wenn du sowas erleben willst, verdammt nochmal, dann trenn dich von deiner Freundin und führ ein freies Leben. Da kannst du die Sau rauslassen bis zum geht nicht mehr. Wie? Das will ich ja auch gerade nicht, weil. Ja, aber beides geht nicht. Ja, aber beides geht nicht. Punkt. Beides geht nicht. Oder sei ein Kerl und sag ihr, pass auf, ich mach das, ich brauch das, lass uns ein Arrangement finden. Aber das traust du dich nicht und wahrscheinlich wird deine Freundin das auch nicht mitmachen. Ja, das ist richtig. So, also gibt es keine Lösung. Weil die sind ein bisschen konservativ eingestellt. Ja. Es gibt keine Lösung, Marcel, wo du beides unter einen Hut kriegst. Wo du beides ordentlich und fair unter einen Hut kriegst. Gibt's nicht. Entweder belügst du und hintergehst du deine Freunde, was du jetzt seit einem Jahr machst. Ja. Oder aber du entscheidest dich für deine Freundin und verzichtest halt auf eine Art von Sexualität, die dir offensichtlich sehr viel Spaß macht. So, die beiden Varianten gibt's mir nicht. Das ist ja richtig. Und du musst es für dich entscheiden, für dein Leben. Stell dir mal vor, wie du dastehst, wenn das irgendwann rauskommt. Ja, nur sagen ja, kann alle. Man nicht vorstellen. Nee, natürlich. Alle sagen immer, es kommt nicht raus, das ist ganz sicher. Aber nur stell es dir mal vor. Deine Freundin konfrontiert dich mit dieser Wahrheit. Da bist du nichts mehr. Da sackst du zusammen wie ein fauler Sack Kartoffel. Das ist richtig, ja. Ja. Tja, Marcel, was sollen wir noch reden? Du musst es für dich entscheiden. Das ist dein Leben. Ja, wie du dir in den Spiegel gucken kannst, in die Augen gucken kannst, wie du für deine Freundin gerade dastehst. Darum geht es. Das ist die Frage. Und da gibt's kein Aber mehr, kein Ja und Aber. Da gibt's nur noch so. Die Frage ist, der Kick gibt mir das und der Kick gibt mir das, ne? Ja. Aber du kriegst nicht alles auf einmal. Das geht nicht. Es sei denn, du bist mit einer Frau zusammen, die auch so drauf ist und ihr macht das gemeinsam. Ja, sowas gibt's auch. Habe ich auch schon mal kennengelernt. Das ist natürlich das Optimale. Aber wenn du die nicht hast, dann geht es nicht. Das ist richtig. Also meine Freundin ist sehr konservativ und kein Thema für sie. Und ihr Mitteln und, ja, wie soll ich sagen, sie liebt mich auch abgöttisch in dem Sinne, so wie es mir immer sagt. Umso schlimmer ist ja der Betrug, den du ihr antust. Das ist ja richtig. Umso schlimmer ist der Betrug. Hinterher weiß ich das ja erst. Und dann feilst du dir, weiß ich wie viel, 100 Euro durch die Nase auch noch, wenn du da guckst währenddessen. Das weiß sie auch nicht. Das ist für mich uninteressant eigentlich. Was? Das Geld ist uninteressant. Ja, aber es sind eben Drogen und
das ist halt auch noch ein Thema, wo sie sicher eine ganz, ganz klare Meinung zu hat, wenn du das sie so. Ich mir auch, das kommt auch noch dazu, ja. Ja. Also, Marcel, wir brauchen gar nicht weiterreden. Wir haben alles besprochen. Du musst eine Entscheidung treffen für dein Leben. Ja, was meinst du? Ja, ich würde, wenn du sagst, ich liebe diese Frau. Wenn du sagst, das ist eine tolle Frau und ich, wenn du sogar über Heiraten nachdenkst oder zumindest sehr lange mit ihr zusammen zu sein und das ein toller Mensch ist, dann opfert man, muss man auch auf Sachen verzichten und dann konzentriert man sich auf die Freundin, auf die Frau. Also sage ich ja gar nichts. Ja. Weißt du, ich will dir mal sagen, wenn du für dich jetzt eine ganz, ganz klare Entscheidung fällst, dass du definitiv davon weggehst, könnte man ja vielleicht überlegen, dass du sagst, okay, ich sage es ihr nicht, um sie nicht zu verletzen. Aber dann musst du es auch durchziehen. Wenn du es ihr sagst, besteht ja die Gefahr, dass sie dich laufen lässt. Richtig. Das ist natürlich die allerklarste Haltung, wenn du sagst, pass auf, Mädel, ich muss dir was beichten. Können wir auf der Basis dieser Beichte eine Beziehung führen weiter? Das wäre das Größte. Das wäre das Allergrößte. Na gut. So, lieber Marcel, jetzt machen wir Schluss. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung und alles Gute. Tschüss. Und hier haben wir noch die Maike. Und Maike ist 48. Morgen Maike. Ja, hi, du mir. Hallo Maike. Jetzt muss ich ganz schnell... Ja, entschuldige, ich habe mich mit der Zeit ein bisschen verquatscht. Ja, macht ja nichts. Ist ja auch wichtig gewesen. Also, pass auf, ich war vor 20 Jahren auf einer Fete, auf der ein Balkon abgebrochen ist mit 12 Leuten drauf. Ach du Scheiße. Ach du. Das war hochdramatisch. Wie hoch war das? Das war eigentlich der zweite Stock, aber nicht so ganz der zweite Stock, wie das jetzt so in den Neubauten ist. Und war ein bisschen niedriger, war eine Villa, so eine Jugendstil-Villa. Mhm. Und für mich, also meine Quintessenz aus der ganzen Geschichte ist, wenn man auf Drogen ist, kann man nicht mehr helfen. Und so war das auch. Also es waren ca. 150 Leute auf dieser Feier und alle waren irgendwie breit. Warst du auch auf dem Balkon? Ich war auch auf dem Balkon, du bist aber ich bin nicht mit abgestürzt. Und das ist auch irgendwie so die Botschaft, die mir da so gegeben wurde. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber es war halt so, ich war auf dem Balkon, hab mir gedacht, okay, da unten blühen jetzt die Blumen, die will ich mir jetzt mal anschauen, bin also rausgegangen um das Haus herum und als ich ums Haus herum kam, lagen die Leute schon unten. Gab es Schwerverletzte? Nein, es gab Brüche. Armbrüche, Beinbrüche, Rippenbrüche, aber nichts Dramatisches. Gott sei Dank. Es hätte ja auch viel, viel schlimmer ausgehen können. In der Tat. Aber du sagst, es waren viele Leute irgendwie breit und hatten Drogen genommen und die waren völlig hilflos und konnten gar nicht richtig direkt was unternehmen. Ganz genau, so auch ich, weil ich stand nämlich wirklich vor diesen Leuten und ich bin eigentlich jemand, der sehr schnell reagiert. Mhm. Und das konnte ich da nicht. Ich habe einfach nur geschaut. Ich habe einfach nur hingeguckt und war baff ob der Situation, die ich da sehe und auch total hilflos. Was hattest du genommen? Ich hatte Psilocybine genommen. Was ist das? Das sind, also es gibt Pilze, die Und so musste ich mich auch erstmal fragen, also ist das jetzt wirklich für mich so real, wie ich das wirklich sehe? Ja. Oder ist das für dich auch so ein Lehrstück gewesen? Ganz unter, genau. Unter anderem auch, dass du sagst, ich ziehe mich völlig aus dem Drogenkonsum zurück? Also auf jeden Fall, was diese Form von Drogen betrifft, ja. Also Alkohol ist geblieben und vielleicht auch noch Nikotin. Ja. So, aber nichts mehr, was den Geist derart vernebelt. Ja. Also, das hätte auch sehr viel schlimmer ausgehen können. Das hätte schwer Verletzte oder vielleicht sogar, was geben können. Ja. War das ein Altbau? Das war eine Jugendstilvilla, ja. Das war ein bisschen brüchig. Also es war ein Holzbalkon, ne? Ach so. Wie das damals üblich war. Also es sind keine schweren Träger runtergefallen oder so. Deshalb waren die Leute auch relativ unfällig. Liebe Maike, gut, dass du noch gesprochen hast. Ich danke dir vielmals und alles Gute. Alles Liebe. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Ansgar Machalitzki. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dann. Tschüss.